Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 mit FIFA 18 mit Ultimate Team. Ich wollte eigentlich sagen mit Paxis, aber egal. Mit Paxis und Ultimate Team wird gezockt. Hallo FIFA-Fans, das erste Titel-Update für FIFA 18 ist jetzt verfügbar. Dieses Update enthält folgende Änderungen. FIFA Ultimate Team-Neuerungen, neue Champions-Channel-Funktionalität für vergebene Torschancen und ausgeblendete Timeline. FIFA Ultimate Team Problembehebung. Ein Problem im Zusammenhang mit der Blablabla Verlängerung. Ein Problem im Zusammenhang mit gesperrten Blablabla. Ein Problem im Zusammenhang mit falschen Zuschauerfahren. Hehe, zu viel getrunken. Ein Problem im Zusammenhang mit, ach, das ist eigentlich alles egal, ne? Wir haben Probleme behoben. Vielen Dank. Oh, Gameplay-Änderungen. Torwartreaktionen in bestimmten Situationen wurden angepasst. Schwierigkeit der Schwierigkeitsgrade Amateur und Halbprofi gesenkt. In bestimmten Ingame-Situationen wurden die Schusspräzision gesenkt. Was? In bestimmten Ingame-Situationen wurden die Schusspräzision gesenkt und die Torwart-Reaktionszeiten leicht verbessert. Ah, okay. Also soll es jetzt schwieriger sein, Tore zu schießen. Interessant. Ich denke, der Rest ist egal, weil ich das eh nicht spiele. Habe ich überhaupt Ton? Ach, habe ich wieder den scheiß Wackelkontakt? Ich drehe durch. Ich brauche mal Ton. Moment, wir gucken uns mal dieses Team of the Week 3 an. Das Video, da müsste es doch Ton geben. Ja. Ein bisschen billiger Dubstep geht immer, wie man sieht. Oh Gott, die orientieren sich also stark an den Kiddie-YouTube-FIFA-Kanälen. Die haben ja auch immer gerne so ein Dubstep-Intro. Wir spielen heute das Turnier. Wir haben unsere beiden Mannschaften. Mir ist eingefallen, ich habe gestern, als wir die Bundesliga-Mannschaft gebaut haben, habe ich ganz vergessen, den Linksverteidiger zu kaufen. Habe ich dann noch gemacht. Gibt's eh nur Brosinski. Die anderen sind zu teuer. Und Brosinski ist gekauft, aber ich hatte ja schon gesagt, dass ich Alaba als Leihspieler habe und den jetzt nutzen möchte in den Turnieren, weil es ist ja schon sehr wichtig, das zu gewinnen. Ansonsten, ja, so sieht es aus. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist nochmal... Ich habe irgendein merkwürdiges Rauschen auf dem Ohr. Ist das in meinem Ohr oder ist das der Kopfhörer? Moment. Nee, das Rauschen ist immer noch... Kommt aus meiner Anlage? Nee, ich habe das Rauschen immer noch. Ich kann gerade nicht... Es ist richtig krass. Ich habe so ein ganz leichtes Rauschen im Ohr. Ich kann aber nicht wirklich feststellen, ob das in meinem Kopf ist, also sowas ähnlich wie ein Tinnitus, also einfach so ein Ohrgeräusch, oder ob das von einer Quelle außerhalb kommt. Das ist gerade ganz merkwürdig. Egal, scheiß drauf. So, wir gucken nochmal kurz, ob die Anweisungen noch stimmen. Hinten bleiben bei Angriffen. Ausgewogene Unterstützung, alle Freiheiten, ja, es passt noch, okay. Jetzt schauen wir nochmal schnell auf den starken Fuß. Bender ist ein Rechtsfuß, schwacher Fuß 4 Sterne, der wird also da stehen bleiben, denke ich. Oh nein, weil Brooks Linksfuß ist, dann wechseln die natürlich den Platz. Der Rechtsfuß rechts und der Linksfuß links. Bei den Außenverteidigern ist es eigentlich egal. Da ist es sowieso fast immer links und rechts, ja genau. Dann Hector Linksfuß und schwacher Fuß 3 Sterne. Bender Rechtsfuß, schwacher Fuß 3 Sterne. Dann lassen wir die genauso, damit sie mit dem starken Fuß ins lange Eck abschließen können. Was sagen dann eigentlich die Abschlusswerte? Schuss 64, Schuss 60. Okay, die werden wahrscheinlich keine wirklichen Distanzschützen sein. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt nicht bei allen Spielern hier die Ingame-Werte angeschaut. Deswegen weiß ich nicht ganz genau. Rechtsfuß, 4 Sterne auf den schwachen. Was hat er für einen Schusswert? 74. Linksfuß und nur 2 Sterne auf den Schwachen. Und Arangis ist immer noch Rechtsfuß, 4 Sterne auf den Schwachen. Und Kruse Linksfuß wieder auf den Schwachen, genau. So, jetzt gehen wir nochmal schnell in die Spielerrollen rein. Jetzt haben wir neue Spieler, dass die mal neu verteilt werden. Ja, das dachte ich mir schon, dass wieder alles Alaba macht. Außer den Elfmeter, den spielt Kruse. Und dann Start. Jetzt konzentrieren. Jetzt geht's um die Wurst, meine Freunde. Weil ich will unbedingt mich qualifizieren für die Weekend League. Und das geht nur, wenn ich sehr gut verteidige. Wenn ich, ja, vor allem sehr gut verteidige. Weil dann... Wenn ich sehr gut verteidige, dann steht es am Ende zumindest zu null bei mir. Und dann habe ich entweder ein Tor geschossen und gewinne. Oder es geht in die Verlängerung. Und wenn dann immer noch keine Tore von mir kommen, dann geht es halt ins Elfmeterschießen. Aber ich will kein Gegentor fressen. So, der hat hier nicht komplette Verbindungen beim Stürmer. Also der Stürmer bekommt nicht volle Chemie. Oh, das ist noch ein relativ schwaches Team. Das Unterteam sogar besser. Weil er hier noch nicht nur seltene Goldspieler drinnen liegen hat.
Und ich glaube, der eine 80er Innenverteidiger, der nicht seltene, Jagielka oder wie der heißt, der ist glaube ich auch ziemlich langsam. So. Kommt mir das gerade so vor, oder ist es gerade mega schnell? Sehr schön. Haben wir, denke ich, auch gut verteidigt über außen. Jetzt muss ich mich logischerweise erstmal an meine neuen Spieler gewöhnen. Schönes Ding auf Traoré. Weiß ich nicht, wie Kruse den verschießen kann oder wo ich da hingezielt habe, dass er daneben geht. Er muss natürlich ein Tor sein. Er muss natürlich ein Tor sein. Aber es geht schon mindestens schon mal gut los im Angriff. Da sollte der Ball nicht hin. Ich glaube, aber ich habe auch ein bisschen scheiße gezielt. Egal, nicht davon jetzt irritieren lassen, dass ich diese Chance ganz, ganz dumm genutzt habe. Sondern. Sondern einfach mal so ein Tor machen. Wir machen halt nicht die super einfachen Tore, die müssen schon ein bisschen schwieriger sein. Ach ja, stimmt, es ist ja jetzt auch quasi Bewährungsprobe für Kruse, weil wenn jetzt Kruse, ich glaube, ich habe noch drei Verträge bei Kruse, das heißt, wir machen noch zwei Spiele und dann hat er noch einen Vertrag und dann ist halt die Frage, ob wir Kruse verkaufen und einen neuen Spieler holen. Origi wäre dann wahrscheinlich erstmal die Option oder ob wir weiter mit Kruse spielen. Dafür müsste aber Kruse logischerweise jetzt ein bisschen abgehen und Tore machen und Scorerpunkte produzieren und da ist doch jetzt schon mal nicht schlecht, dass er das gerade gemacht hat. Aber ganz ehrlich, so richtiges Zaubertor, so ein richtiger Kruse-Style, wie wir den in den letzten beiden FIFAs teilweise hatten, habe ich bisher noch nicht gesehen. Bei ihm, da gab es noch kein einziges Tor. Ich meine, es war jetzt auch kein schlechtes Tor, aber ihr wisst, was ich meine. War kein Zaubertor. Oh, ich wollte natürlich Kruse einspielen, der wird genau in dem Moment gefoult. Schade. Doppelt schade. Dreifach schade. Waren wir wieder gut. Gut, da waren wir eigentlich gut da, wollte ich sagen. Zumindest da waren wir jetzt gut da mit Bender. Das. Ach stimmt, jetzt haben wir ja zwei Bänder. Das wird natürlich lustig, weil mir wird dann zwar trotzdem in den meisten Situationen klar sein, welcher Bänder gerade den Ball hat, aber das kann natürlich auch mal zu Verwirrung bei mir führen. Mal gucken. Oh, Hector hat sich verletzt. Kruse ist teilweise träger am Ball, als ich das erwartet hätte. Also er nimmt manchmal den Ball nicht so mit, wie ich das von ihm eigentlich erwartet hätte. Oh, mit Traoré lässt sich geil dribbeln. Schade. Ah, genau das wollte ich abfangen, aber ist natürlich auf so eine lange Distanz dann immer nicht so einfach, perfekt im Passweg zu stehen. Traoré macht bisher Spaß, also auf jeden Fall deutlich, auch deutlich mehr Spaß als das in FIFA 17 der Fall war. Da hatte ich ihn, glaube ich, auch mal als Inform getestet oder so. Hä? Wieso sehe ich nichts? Wieso sehe ich denn keinen Punkt, wo der hingehen soll dabei? Okay, das ist merkwürdig. Dann nehmen wir mal diese Option. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich aufziehen muss. Das war nicht schlecht aufgezogen. Wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich abwarten, verteidige und vor allem versuche, die Anspielstation zu decken. Mein Verteidigungsverhalten gefällt mir noch nicht ganz so im Spiel, das Offensivverhalten schon eher.
Das dachte ich mir schon, dass er nur antäuscht. Deswegen habe ich auch den einen Spieler wieder abgezogen. Hätte ich direkt versuchen müssen zu klären. Ja, sage ich doch. Fällt mir aber nicht, dass er jetzt so oft hier die Ecke hat. Ja, das war jetzt klar. Nachdem er den da kurz gerufen hat, gut gemacht von So. Oh, ich Idiot. Hab nicht gemerkt, dass es das Kruse letzter Mann ist. Ja. Ach, hätte ich besser verteidigen müssen. Hätte ich, wie gesagt, auch den Ball nicht verlieren dürfen mit Kruse da. Von daher hätte ich verhindern können, dieses Tor. Schade, und das war nur wegen dieser scheiß Situation, über diese nervigen Ecken, über diese viele. Also dieses Flachschießen ins lange Eck, ist keine Ahnung, aber ich krieg's gerade überhaupt gar nicht hin in FIFA 18 bisher. Wieder eine super gute Situation, dadurch verschwendet. Der Alaba auch mal eher rangehen können. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen die Pace von Hintep aus. Alter, in den Gegner reingetrippelt. Oh, da hatte ich kurz Angst, ey. Da hatte ich kurz Angst, dass er den reinmacht. Muss mich mehr konzentrieren, komm. Mist, wir hatten auf jeden Fall bessere Chancen, mehr Chancen als der Gegner, auch wenn der super oft geschossen hat. Aber dieses Schießen kam ja vor allem da nach diesen vielen Ecken, die er nacheinander hatte. Und wir hätten auf jeden Fall auch schon ein zweites Tor machen müssen. Das ist, also ich bin definitiv nicht zufrieden mit meiner Chancenverwertung. Ich mach's, glaube ich, auch teilweise zu kompliziert im Abschluss. Ball hätte ich mir nicht vorlegen dürfen. Macht auffällig wenig Fehler im Aufbauspiel. So, wir kriegen den Ball fast nie im Mittelfeld, sondern immer erst an unserem Strafraum. Oder weil er abgeschlossen hat. Den hat er geschlenzt, Freunde. Den hat er geschlenzt. Oh mein Gott. Oh, es gehen ja noch solche Dinger rein, ey. Also wenn wir das Spiel verlieren, ist es wieder so, dass ich mir das selber vorwerfen muss. Ich meine, das konnte ich jetzt nicht verteidigen, dieses Tor. Aber das erste Tor hätte halt nicht fallen dürfen. Und wie gesagt, er macht es relativ gut im Aufbauspiel. Und lässt halt eigentlich auch recht viel zu, ne? Wir nutzen es halt nur nicht aus. Ich nutze es nicht aus. Kein Elfmeter, da hat er Glück. War das nicht ein Rückpass? Endlich haben wir es mal geschafft. Verlieren dann trotzdem den Ball direkt wieder. Schön mit Bender. Komm, das zweite Tor werden wir hier wohl noch schaffen. Also.
Das war mal gut rausgespielt und Bender macht direkt im ersten Spiel sein Tor. Komm schon, jetzt machen wir noch das dritte. Ich hätte auch schon wieder versucht, flach zu schießen. Ich werde mal mir wieder angewöhnen, eher normal abzuschließen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Flachschüsse so gut kommen. Ich glaube, normale Schüsse kommen besser. Mal schauen. Aber das ist momentan so krass. Ich spiele das nicht gut aus. An den Seiten. Zum Glück, ey. Ja, man merkt schon, dass Alaba kein schlechter ist. Oh, und natürlich Alu. Das Ding hätte Kruse ruhig mal reinmachen können. Fuck, ich habe schon so oft Alu gehabt, also in den paar Spielen. Und die Gegner hatten noch nicht so oft Alu, das weiß ich. War natürlich einfach nur Glück oder Pech, also da kann man nichts machen. Oh, ich hätte viel eher auf Außen durchlaufen müssen und das hier verhindern. Das war auf jeden Fall wieder mal schlecht verteidigt. Habe ich gestern teilweise besser gemacht, da war ich aufmerksamer. Was das immer soll, das bringt ihm... So ein Scheißlacker. Das bringt ihm quasi gar nichts, ey. Och, Mann! Zwei Tore, die total unnötig waren. Ich meine, das bei dem konnte ich jetzt auch nichts machen, bei dem Tor, meiner Meinung nach. Geht jetzt direkt mal auf sehr offensiv. Mein Torhüter war halt komplett aus dem Spiel genommen. Komm schon, ich will das nicht verlieren, das Spiel. Ich sehe das nicht ein. Fuck! Gut abgefangen von Brooks. Also, oh, meine Fresse, was für ein Spiel, 3-3. Okay, damit haben wir jetzt nochmal das Spiel mit den meisten Toren bisher in FIFA 18. Und jetzt machen wir noch ein viertes. Das war ein schönes Tor von Kruse, war nicht so einfach, da direkt den Abschluss aus dem Stand. So, und jetzt schießen wir noch das vierte und gewinnen. Gut den Schuss verhindert, oder... Hat auch eigentlich schon den Schuss verhindert mit Bender. Das war mal ein interessanter Pass. Ich darf den nicht machen lassen. Ich lasse den... Boah, ich hatte wieder Angst. Das sieht immer so aus, als wenn die reingehen würden. Ich lasse den zu viel machen. Toll. Zu einfache Fehler. Also ich versuch's halt wieder zu erzwingen, das war ein krasser Pass. Aber da habe ich diesmal wenigstens den Pass in die Mitte verhindert, da habe ich gut zugestellt. The fourth official has indicated
Oh Mann! Komm, komm, komm! Oh, den hätte er noch wegfausten können, Sommer. Scheiße, Mann. Nach zwei Ecken gab es jeweils Probleme. Komischer Pass. Oh, das war auch ein komischer Pass. Oh, es gibt die Verlängerung. Was für ein Spiel. Aber ich muss mir echt angreifen, hier nicht das Maximum rauszuholen. Also ich hätte viel, viel besser spielen können. Das muss man einfach so sagen. Das muss man einfach so sagen. Aber die Mannschaft lässt sich jetzt schon deutlich besser spielen. Das merkt man schon. Das gibt's doch nicht. Was mach ich denn? Ja, das ist wieder meine Schuld gewesen, das Tor. Fuck! Was mach ich denn für einen Scheiß? Och, da sollte der Ball nicht hin. Schöner Schuss von Hintep. Schade. So, jetzt machen wir bitte auch mal einen Lucky Ton nach einer Ecke. Oh, wenn ich das Spiel jetzt verliere wegen diesem einen Scheiß-Tor, das wäre echt ärgerlich, weil das war echt das behinderte Tor von allen. Fuck! Scheiße, scheiße, scheiße. Aber wie gesagt, es war definitiv nicht meine beste, oder es ist nicht meine beste Leistung, die ich hier gerade zeige. Da brauche ich gar nicht groß drum rumreden. Wenn ich das verliere, dann kann ich leider niemand anderes als... Spiele ich denn für eine Scheiße, Mann? Als mich selbst dafür verantwortlich machen. War nicht geplant, war logischerweise nicht geplant. Zum Glück ging's gut. Schön gemacht von Bender. Wieder die Bälle abfängt, der ist jedes Mal da. Nice Luck. Oh Gott, wie scheiße, ey.
Müssen sich doch mal Räume bieten, wenn der hier so. Wäre mit Sicherheit drin gewesen. War auch wenigstens mal wieder gut rausgespielt. Schön gemacht mit Brooks. Ah, da ist einer verletzt, hat keine Fitness mehr. Also keine Ausdauer. Krasser Pass. Ja gut, ich habe jetzt, also wenn ich jetzt verliere, ich habe jetzt zumindest noch eine gute Schlussphase gespielt. Die Dinger sollten dann halt einfach nicht rein, wie es aussieht. Da sollte der Ball nicht hin. Oh. Fuck! Aber wie gesagt, eigene Schuld. Eigene Schuld. Einfach nur eigene Schuld. Hätte ich definitiv viel besser spielen können. Ich hätte das Spiel gewinnen können. Und ich hätte das Spiel gewinnen müssen. Es war einfach Dummheit, dass ich es nicht gewonnen habe. Schlechtes Verteidigen und teilweise schlecht rausgespielt. Na, ist auch egal. Ich werde jetzt logischerweise noch einen Anlauf starten und versuchen, mir ins Gedächtnis zu rufen, dass ich besser spielen kann. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wollte jetzt eigentlich auch zwei Spiele in einer Aufnahme machen, aber das mache ich nur, wenn es nicht in die Verlängerung geht. Deswegen, ja, gibt es dann vielleicht in der nächsten Aufnahme zwei Spiele. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.